Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, ich habe hier gerade mein Zeug hier weggetragen und mal gucken, ob Rittersporn noch irgendwas zu sagen hat. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Ah ja, hat er wohl. Wie bist du eigentlich in den Besitz dieses Etablissements gekommen? Hat man, glaube ich, schon mal gefragt. Das glaubst du nie. Ich habe es geerbt. Und zwar von niemand anderem als Alonso Willi, Hurensohn Senior persönlich. Geerbt? Du hast recht. Ich glaube es nicht. Alonso hat die hiesige Unterwelt mit eiserner Faust regiert. Doch tief im Innern war er so romantisch und rein, wie man nur sein kann. Diese Einrichtung ist einer der Gründe, warum sein Sohn nicht allzu begeistert von mir ist. Cyprian, also Junior, wollte sie zum Bordell machen, aber das Rosmarin ging an mich. Und ich habe vor, den elegantesten Ort der Stadt daraus zu machen. Eine Hochburg der Kunst und Kultur. Okay, also dann doch noch nicht danach gefragt. Okay, ja. Priscilla und du, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war am Hof von Herzog Herewart beim alljährlichen Balladenturnier. Wir waren Gegner im Finale. Wer hat gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Sicher. Du hast verloren, willst es aber nicht zugeben. In Wirklichkeit fand ich sie niedlich. Darum habe ich sie gewinnen lassen. Ja. Ich dachte, ich bekäme nach dem Turnier einen Preis. Und? Hast du? Das, mein Freund, geht dich nichts an. Ein Gentleman genießt und schweigt. Also, okay. Wie es ihr geht, können wir leider nicht fragen. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Molly? Welche Molly? Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigen wolltest. Ah ja, jetzt entsinne ich mich. Briefmarkensammlung. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Aha. Bis dann, Rittersporn. So, und hier stand doch irgendwo Zoltan in der Gegend rum da. Fragen wir noch bei ihm nach. Ja, er steht ja auch alle im Weg. Zoltan? Geralt? Okay. Schön mit dir zu reden, Zoltan. Bis später. Er geht wieder. Reicher Städter. Guck mal, ob Priscilla eventuell hier oben ist, ob sie hier irgendwo liegt, in der Hoffnung, dass wir sonst noch mit ihr irgendwie reden können, oder ob sie halt jetzt da im Krankenhaus verweilen muss. Hier ist nix. Auch nix. Nö. Auch nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Wir bauen hier irgendwie so einen komischen Anbau hier dran, wo da nichts mehr ist. So, noch ein Stockwerk höher. Nee. Wo geht's denn hier lang? Also, nur nach draußen. Okay. Dann liegt sie wohl noch im Krankenhaus. Ja, gut. Halt runter, nicht irgendwie wieder rauf. Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Aha. Meint er uns. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Nur diese Visage. So. Wohin? Eigentlich wollte ich ja nach Skellige. Eigentlich. Aber... lasst mich mal hier gucken. Dohin? Würde gerne noch mal mein Glück am Leuchtturm probieren, weil da scheint es dann doch irgendwo ein Eingang, Zugang, Gott weiß was zu geben. Wo gehst du hin? Gib uns einen Körper. Hier vorbei, hier ran.
Ach. So, Schnellreisen bitte. Also die Vermutung war halbwegs richtig. Gott, wie ging's denn jetzt hier runter? Deswegen der Eingang müsste irgendwo doch hier sein. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Es ist nur die Frage, wo genau. Ja, natürlich hier bei den Ertrunkenen muss der sein. Ist eingeschränkt. Ah, okay, Armbrust. Geralt schwimmen. So, wunderbar. Zeit zu sterben. Na, kannst du wegstecken hier. Nur damit wir hier aus dem Kampf rauskommen. Blub, blub. Okay, jetzt sind wir zwar hier irgendwie unten drunter, aber... Ah, hier geht's hoch. Halt uns. Anzünden. Was? Ah, benutzen. Ach, so eine Steinleiter. So, was haben wir denn hier? Das komische Vieh ist immer noch da. Großartiges und Patronen. Das Bärenfell. Ah, okay. Ah, das, was wir brauchen, ist doch nicht hier. Und wo ist der Dicke? Zugbrücke runter. Das heißt, wir kommen jetzt hier zumindest mal einfach wieder rein und raus. Gut. Der wird ja wohl jetzt hier nicht reinkommen. Ach. Au! Dämliches Mistvieh! Hält ihn ein! Kann ich es nicht looten, weil es hier einfach, ja,
hier im Turm rumhängt. Ja, bis auf ein paar Reagenzien eh nichts Großartiges dabei gehabt haben. Tagebuch. Da die Kiste. Hier den baufälligen Turm. Okay. Okay, also hier oben kämpfen wäre auch nicht so besonders schön gewesen. So, das ist die andere Leiter. Nur den Schatz habe ich leider noch nicht gefunden. Mir. Gucken wir erstmal hier oben. Aha. Waffe verbessern. Hier leuchtet es dann auch noch. Okay. Dann haben wir hier alles. Inventar, was haben wir denn da jetzt alles bekommen? Hier mal nix. Nee. Jede Menge Kram. Hier muss ich dringend aufräumen. Handwerksnotizen. Schauen wir mal rein. Ein Auftrag, wie ich ihn schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexer aufgesucht, der von Baronett gerufen worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn wissen solle, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich solle ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Wie das? Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen im Leben geschmiedet, aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich so etwas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging und so musste er schnell zur Burg des Baronets eilen, um Rest unleserlich. Frag mich, wie er sich da irgendwie fast selbst umgebracht hatte beim Schmieden. Keine Ahnung, wie man das irgendwie fertig bekommt. Vater liegt mir in den Ohren, dass ich zum Leuchtturm gehen und mich um das Feuer kümmern soll. Die Sache ist nur, dass es mir inzwischen scheißegal ist, ehrlich. Was bin ich denn? So ein Golem, der nur dazu da ist, 4-mal am Tag dort hochzuklettern, um Holz nachzulegen und Öl nachzugießen? Ich würde viel lieber lernen, wie man in einer Schmiede in der Stadt arbeitet oder in einer Gießerei der Gnome. Großvater Amtswari war doch ein Schmied, oder nicht? Er hat Hexerklingen geschmiedet und wer sagt denn, dass ich nicht ein wenig von seinem Talent geerbt habe? Naja, okay. Da war nichts Neues erfahren. Komme ich jetzt von hier wieder runter?
Okay. Brücke ist down. Schnellreise verfügbar. Das haben wir abgehandelt. Dann zurück nach Novigrad. Ich würde aber gerne mal noch hier was gucken. Ich würde gerne hier die Tore abreisen. Da sind wir rausgekommen. Südtor? Ja, hier ist auch noch was. Ach, gucken wir einfach hier mal nach. So, wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt hier? Wo haben wir denn? Das ist der Weg rein in die Stadt. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Wo war denn da das Fragezeichen? Da. Nee. Da. Irgendwie schaffe ich es heute mit dem richtigen Ziel nicht so ganz genau. Was haben wir denn hier alles? Hier waren wir eigentlich auch noch nicht, oder? Kommt mir zumindest mal weniger bekannt vor. Rebis ist. Das ging definitiv sehr schnell. Da hier so eine Bärenfalle hier drauf. Ah. Hier liegen noch ein paar Leichen rum. Ja, dann erleichtern wir sie auch noch dem Zeug, was wir halt gerade dabei haben. Und dann. Was gibt's hier? Schlafende Soldaten. Cool. Schauen wir einfach mal hier so rein. Ein Sturm, verdammt. Andere Richtung. Wir haben aber hier viele Hunde. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal hier. Nee, da. Da geht's rein. Was wir sonst hier so in Novigrad noch treiben können. Anscheinend können wir hier gar nichts treiben. Diejenigen, die tugendhaft waren, wird das Feuer wärmen. Aha. Diejenigen, die sündig waren, wird das Feuer wärmen. Ah, die sind ja immer noch da, die von ihrem heiligen Feuer. Naja. Ich glaube, die werden wir auch nicht mehr los. Hier noch irgendwas Anschlagsbrettmäßiges. Nee, sieht nicht so aus. Oh, hier ist noch was. Gehen wir da hin? Zumindest, dass wir hier so teilweise noch Kram hier abschließen oder finden oder weiß der Geier, was ist das denn hier? Ziegelbrennerei? Hm.
Ach, das ist wieder so ein... komisches... Schmugglerversteck oder was auch immer das war. Geralt, das kannst du gerne mitnehmen. Das brauchst du nicht nur anzustupsen hier. Das kannst du auch versuchen zu looten. Okay. Mitgenommen. Sonst noch irgendwie irgendwas? Ja, Ordnung muss sein. Deswegen habe ich da mal kurz unten bei euch in eurem Fluss da ein bisschen sauber gemacht. Okay. Ich hoffe, wenn es sonst hier tatsächlich nichts mehr zu tun gibt, hier ist was in der... Was willst du machen? In der Kante würde ich sagen, machen wir Schluss mit der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann suche ich mir dann tatsächlich doch irgendwie ein Bötchen nach Skellige. Bis dann!